Hallo Herr Lehnert, ich begrüße Sie. Verändert die Pandemie die Welt und muss die Kunst darauf reagieren? Also die Welt wird ganz bestimmt verändert. Ob das aus meiner Wahrnehmung wirklich eine positive Veränderung ist, das wage ich nicht zu behaupten. Die Kunst wird darauf reagieren, wie auf alles, was die Welt bewegt. Ob man das jetzt schon festmachen kann, weiß ich auch nicht. Es wird sicher Künstler geben, die da sehr schnell sozusagen Konzepte entwickeln, weil es gibt ja jetzt sogar schon Ausstellungen, die sozusagen die Pandemie zum Thema machen und sowas suchen. Das ist nicht meine Sache, aber in meiner Arbeit wird es ganz sicher Spuren meiner eigenen Befindlichkeit, aber auch dessen geben, worauf ich reagiere. Und das ist das jetzt im Konkreten, vielleicht müsste man es an der konkreten Arbeit versuchen festzumachen, aber so im Allgemeinen kann ich das jetzt gar nicht sagen. Was ist für Sie das Unbekannte in der Kunst? Ja, ich habe das Buch von Willy Baumeister schon zu Hause im Regal, aber schon lange nicht mehr reingeguckt. Ganz salopp gesagt, es ist immer das, wonach ich bei der aktuellen Arbeit suche. Also ich arbeite eigentlich immer mit dem Wunsch, mich selbst zu überraschen mit etwas, was ich so vorher noch nicht gedacht oder getan habe. Ich gebe gern zu, meistens ist der Wunsch, dass jetzt was Neues passiert und auf Neuland ich stoße, größer als nachher im Ergebnis ablesbar. Also sind manchmal nur kleine Schritte, aber grundsätzlich ist es so, dass eine Arbeit, wo ich von Anfang an weiß, was rauskommt, wird mich überhaupt nicht interessieren. Also insofern ist Kunstmachen für mich immer die Suche nach etwas noch Unbekannten. Was widerfährt Ihren Protagonisten im Wald oder im Geröll und warum? Ja, sie spielen darauf an, dass in meinen Arbeiten in landschaftlichen Situationen, die aber konstruierte sind, erfundene sind, also Metaphern, Figuren drin sind, die darin agieren oder auch einfach nur rumstehen. Natürlich sind diese Figuren zuerst mal, wie auch in der klassischen Landschaftsmalerei, sozusagen die Identifikationsobjekte für den Betrachter. Zweitens geben sie natürlich Maßstäbe an. Aber gleichzeitig, wenn sie agieren in diesem Raum, erzählen sie natürlich auch mehr oder weniger Geschichten oder es gibt eine narrative Ebene. Und diese Ebene, die aber auch metaphorisch ist, ist die, dass diese Räume, diese Landschaftsräume oder landschaftsartigen Räume meistens sehr unwirtlich sind. Also nicht unwirklich, sondern unwirtlich. Und die Figuren natürlich sich in diesen Räumen entweder verlieren oder in einem gewissen Unbehagen sich darstellen oder in Zweifeln oder auf jeden Fall sind das keine anheimelnden oder schönen Situationen. Da steckt natürlich auch eine uralte Tradition drin, der Metapher, dass der Wald oder überhaupt die Landschaft so eine Art Resonanzfläche ist für innere Befindlichkeiten. In der Architektur hat man einen ganz konkreten Bezug eigentlich, aber auch da gibt es für mich so eine Vielfalt von erzählten Zeiten und erlebten Räumen außerhalb der Perspektive. Wie beschreiben Sie diese Darstellungen? Also erstmal, wenn ich in Architektur zeichne oder vor Architektur, versuche ich natürlich eine Raumkonstruktion zu entwickeln, verbunden mit einer konkreten Beobachtung, das schon, die weit über das hinausgeht oder völlig neue Möglichkeiten eröffnet, wie es etwa die Fotografie hätte. Ich arbeite ja auch niemals nach Fotografien oder mit Fotografien, sondern immer vor Ort dann. Und ich fange an, Räume zu dehnen, sie kippen zu lassen, was natürlich auch als Ausdrucksmittel oder als Ausdrucksmedium dient. Und vor allen Dingen auch so, was man vielleicht als Multiperspektive nennen würde. Ja, also ich zeichne manchmal auch Dinge an verschiedenen Orten und fasse sie aber dann in einem Bild wieder zusammen. Aber es sind alles Dinge, die erlebt sind, also sinnlich erlebt, das ist mir sehr wichtig. Und
Und dann natürlich auch das, was in der Fachsprache der Röntgenblick heißt, also Dinge von wo ich weiß, was drin ist und ich zeichne es. Ich habe es auch gesehen, aber es ist sozusagen wie eine Durchsichtigkeit der Räume. Und das Dritte wäre natürlich die Schichtung, die auch nochmal eine Art von Perspektive bedeutet, dass die Dinge sich überlagern und verschränken, was auch die Überlagerung und Verschränkung von nicht nur jetzt rein bildlich von Bildebenen, sondern natürlich auch inhaltlich von Erzählebenen, die sich sozusagen gegenseitig in die Quere auch kommen und plötzlich etwas völlig aufbrechen in so einer vielleicht viel zu eindeutigen Linearität. Danke, Herr Lehnert. Das war's schon.